Einen wunderschönen Mittwoch. Willkommen zurück, Pauli Bridge 3 mit der neuesten Weekly Season 6. Und das erste Mal sind wir dran. Woche 1, Triple Flipper Coaster von Matthew is a Noob. Die drei Monsterflipper müssen ihre seltsam platzierten Flaggen erreichen. 30.000 Budget. Standardmaterialien haben wir. Keine Foundations, keine Hydrauliken. Günstigst bisher Zen. Knapp unter 3.700 Dollar, sowie Pope knapp über 4, allerdings mit Brüchen, ohne Porus. Ahoi ganz oben. Hat denn schon jemand meiner Freunde gespielt? Nein. Das heißt, wir werden, sofern keiner von denen parallel spielt, auf jeden Fall vor den Lampen zunächst einmal. Gucken wir mal rein. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie immer. Drei Dinge, drei Ziele. Der erste will hier hoch, der zweite will hier runter. Der dritte will nach rechts. Okay, seid ihr alle gleich schnell? 4, 5, ja, alles identisch. In Ordnung. Also 3 will auf jeden Fall darüber. Dem würde ich dann hier so einen Sprung geben, weil er ist eigentlich schnell. Ah, der startet später, okay. Der startet später. Die haben leichte Verzögerung zueinander. Das ist eigentlich ganz nett. Brauchen wir überhaupt da was? Wahrscheinlich ja. Okay. Also das lassen wir mal so. Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Lücke. Oder wir müssen ihn hoch und dann runterbringen. Wenn ich aber den gelben hoch und dann rüberbringen will. Müsste ich gucken, wie er hier nach links geht. Sonst würde ich hier was mit Federn machen. Also irgendwie, dass man hier was Straßenartiges hat, wo er halt gegenfährt und dann nach rechts gezogen wird. Es wäre allerdings aktuell sehr schwierig, das zu timen. Außer wir machen sowas. Das ist. Na, wobei, vielleicht geht das. Na, nicht ganz. Das, was er mit dem Roten gemacht hat, müsste er jetzt mit dem Gelben machen. Dann wäre ich sehr zufrieden. Er war gar nicht so blöd, gell? Genauso. Perfekt, genauso. Jetzt muss ich nur noch rot ins Ziel bringen. Das speichern wir direkt, weil wir haben hier eine bisher funktionierende Geschichte. Das Ding ist, ich muss hier eine Lücke lassen. Wir lassen das Ganze mal langsam laufen, weil ich denke, dass hier diese 2 Meter sogar reichen würden. Oder? Dass wir hier anbauen. Ich denke, wir müssen ein bisschen weiter gehen tatsächlich. Eventuell bis hierhin. Wir müssen dann auf jeden Fall noch einen Weg finden, um rot wieder, um grün irgendwie hier durchzukriegen. Weil aktuell würde grün definitiv ein Problem bekommen. Das heißt, wir brauchen eine Lücke für Grün. Ich meine, Grün können wir auch versuchen, hier einfach hochfliegen zu lassen, dass er hier hinter landet. Am Budget würde es nicht hängen. Was wir erstmal machen, ist hier wahrscheinlich zu. Um zu gucken, dass das alles einigermaßen funktioniert. Okay, der bricht. Wir können hier auf jeden Fall noch ein bisschen näher hingehen. Wir könnten hier eine Feder draus machen. Eventuell aber dann höher. Ich habe sogar das Gefühl, deutlich höher. Kein Freund davon,
wie sich das hier jetzt aktuell nicht so schön verschieben lässt. Knallt halt sehr extrem auf diese Note auf. Ja, so ist besser. Okay, jetzt können wir hier mal ganz kurz Stahlen machen. Ich glaube, dass hier oben das auch ein Problem kriegen wird. Wir werden hier noch eine Diagonale reinziehen müssen. Wahrscheinlich von hier nach da. Damit das oben bleibt. Und es könnte sein, dass die Geschwindigkeit von ihm gar nicht reicht, um bis darüber zu kommen. Machen wir aus dir mal ein Seil. Und jetzt müssten wir hier hingehen, eine Straße, damit er hochfliegt und rüberkommt. Ja, der fliegt gut. Der berührt. Können wir die hier noch weglassen? Gucken wir mal, wie viel wir davon wegnehmen können. Weil je weniger ich hier habe, desto... Nein, kein Seil, Stahl. Je mehr, weniger ich hier habe, desto einfacher wird es natürlich für den Grün. Okay, jetzt haben wir hier aber... Also jetzt wird es lächerlich. Ganz ehrlich, da wird es lächerlich gerade. Kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt alles bricht, wenn ich hier oben eine Straße wegmache. Wie kann es dann sein, dass das alles weniger stabil wird? Wenn ich hier oben eine Straße wegnehme, eigentlich damit ja auch Gewicht wegnehme. Das kapiere ich nicht. Ich bin dazu geneigt, Ganze wieder zurück zum... Ja, wenn man, scheiß drauf. Ich mache jetzt nicht hier Millionen Sachen weg. Wenn hier oben das mit Straße... Hier, ich mache das hier weg, wodurch es leichter wird, aber es funktioniert nicht mehr. Das kapiere ich nicht. So, jetzt brauchen wir den nicht mehr. Wir werden hier wahrscheinlich nur eine zweite Straße noch brauchen. Gucken wir mal, ob das hinhaut. Leider nicht ganz. Wir müssen noch höher. Mein Problem hier ist aktuell, er wird wahrscheinlich nicht schnell genug runterkommen. Das heißt, er wird über das Ziel hinausfliegen. Wenn überhaupt. Deswegen hätte ich das hier gerne verringert. Ich kapiere den Sinn nicht dahinter, warum das bricht. Das kapiere ich nicht. Weiß nicht, was für ein Problem das Ding hat. Oh nein, ich habe das Gewicht verringert. So, da macht schöne große Dreiecke. Ansonsten mache ich doch hier eine Diagonale hin. Wenn ich jetzt hier nämlich wieder Stahle mache, bricht da unten wahrscheinlich wieder was. Ja. Fast perfekt angezeigt, wo es bricht. So, versuchen wir es mal mit einem Kabel. Es ist so lächerlich. Ich kapiere das Prinzip nicht. Okay, er fliegt ein bisschen zu hoch. Wir haben aber jetzt genug Spielraum auf der rechten Seite, um hier wieder runter zu gehen ein bisschen. Muss ein bisschen höher gehen. So, jetzt mache ich das wieder weg und jetzt funktioniert es wieder gar nicht. Ja. Ich würde den aber gerne noch weiter reinziehen. Macht das vielleicht sogar Sinn, das Ganze sowieso schon ein bisschen weiter reinzuziehen? Sowas? Komplett durchziehen kann ich das gar nicht, wenn ich das so große Dreiecke mache.
So, wir lehnen hier an die Wand an. Das wird nicht halten. Ja, jetzt brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen Support. Eventuell den auch noch nach rechts ziehen. Das heißt, den gar nicht so kurz machen, sondern... wobei, länglich. Da reicht der Flug nicht ganz. Müssen ein bisschen großzügiger sein, was den Flug angeht. Ja, jetzt müssen wir wieder Millionen Sachen ersetzen. Kennt man. Scheiß auf Logik. Wird wieder zu kurz fliegen. Jetzt vielleicht wieder irgendwas anderes. Nee. Zu früh auf. Er muss noch weiter fliegen. Er muss das Ding quasi gerade so überfliegen. Bevor grün kommt. Da haben wir wieder diese urplötzlich bricht da was. Story. Kann ich ihn hier noch schneller anfangen? Ich glaube nicht, dass er das hinkriegt. Jetzt fliegt er nicht weit genug. Also er kommt schön ins Ziel, aber er fliegt nicht weit genug. Wenn wir hier den länger machen, müsste er weiter fliegen. Aber er reicht noch nicht. Also der Flug von grün ist schön, weil er eben perfekt über das Ding hinweg fliegt und hier runterkommt. Muss man halt schauen, eventuell noch ein bisschen anpassen. Ist das nervig, ja. Das Pixelgeschiebe hier. Ich glaube, jetzt sind wir zu weit. Jetzt wird grün wieder dagegen knallen, oder? Ja. Grün knallt gegen und er fliegt mir eigentlich jetzt sogar schon zu weit. Also man kann da noch wieder reduzieren. Okay, alles landet im Ziel. Jetzt verringern wir hier so lange, bis er noch ins Ziel kommt. Und dann versuche ich das Ganze noch ein bisschen zu sparen, weil wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit. Brauche ich dich überhaupt? Wahrscheinlich, oder? Ja. Okay, wir brauchen auf jeden Fall diese eine Richtungsänderung hier noch. Dass ein bisschen nach links reingezogen wird. Und jetzt haben wir hier wieder einen Bruch. Das heißt, wir ersetzen erstmal mit Stahl, hoffen, dass jetzt nichts bricht, dass er immer noch alles erreicht. Ich würde sogar den einfach ein bisschen reinziehen, oder? Hm. Bisschen länger. Nee, jetzt kommt er nicht. Nicht gut genug rum. Da haben wir jetzt ein kleines bisschen Problem. Jetzt ist er zu kurz. Verlängern wieder. Okay. Ich würde gerne das hier noch ein bisschen kürzen, aber das funktioniert eigentlich sensationell gut. Jetzt haben wir hier den Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht. Ich würde gerne gucken, ob wir das hier als 1 machen können. So. Oder ob das dann nicht mehr den richtigen Winkel hat, um bis ins Ziel zu kommen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen verlängern.
Wir müssen es als zweiteilig lassen. Okay, dann lassen wir es als zweiteilig. Jetzt geht es nur darum, das Ganze hier etwas günstiger zu stabilisieren. Gucken wir mal erstmal alles hier schön auf Holz. Okay. Hier müssen wir notfalls einen Muskel machen. Ich weiß nicht, ob wir die Feder noch brauchen. Das werden wir dann wahrscheinlich gleich sehen. Gucken wir mal, ob wir hier mit so einem etwas loseren Dreieckprinzip hinkommen. So. Ja, nicht ganz. Wenn wir dich nicht nehmen würden, sondern einen Muskel. Okay, jetzt machen wir hier mal einen Muskel draus. Dann kommen wir nämlich vielleicht auf komplett ohne Stahl. Ich glaube hier, das ist sehr ungut. Das hier ist sehr ungut. Eventuell sowas in die Richtung. Etwas gerader Richtung Ziel. Ja, das macht es da besser. Hier würde ich vielleicht sogar sagen, wir tun da nochmal teilen. Dann wird es zu viel für dich. Ich weiß nicht, ob dieser extra Punkt hier noch viel bringt. Dieses Small Bracing. Jetzt bist du der Letzte, der bricht gefühlt. Okay, jetzt haben wir dich noch. Machen wir es mal so. Ja. Wunderbar, jetzt sind wir mit allem am Ziel. Ah, ich glaube, das ist so günstiger. Können wir hier noch ein bisschen kürzen? Jawohl. Können wir noch ein bisschen kürzen? Wir hatten hier ein bisschen Luft. Jawohl. Können wir noch ein bisschen kürzen? Wir können das sogar noch ein bisschen kürzen. Je nachdem, wie er aufkommt. Da nicht mehr. Okay. Mal den noch ein bisschen gleichmäßiger. Ticken weiter. Brauchen wir hier eine Feder? Oder geht es eigentlich auch mit Holz? Bleib mal bei der Feder, weil die funktioniert. Warum soll man da etwas verändern, was bisher funktioniert hat? Und dann kommen wir eigentlich relativ gut an. Die Frage ist jetzt... Nee, so nicht. Können wir das hier noch alles eins runter machen oder... Klappt das dann nicht mehr? Nee, klappt nicht mehr. Dann lassen wir es doch einfach so. Wunderbar. Also, der erste Wagen macht seinen Flug, der zweite wird reingezogen und der dritte springt gerade so drüber mit einer ganz leichten Berührung. 98,32%. Obere Hälfte ist halt nicht gut. Platz 13 aktuell. Das werden wir auf jeden Fall überboten werden von Pufax. Das steht fest. Gucken wir mal, wie deutlich. Aber zunächst einmal springen wir rein und gucken hier in die Galerie, wo wir aktuell auf Platz 3 wären. Wir fangen mit dem teuersten an, Kevlar. Sehr große Wege mit Bruch. Und da noch genug Geduld. Bis der sich irgendwann zurechtgewiegelt hat, um hochfahren zu können.
Und dann da auch nochmal rumgewickelt hat, um hochfahren zu können. Haben wir Quillash? Nee, Quillslash. Das finde ich cool. Das hier unten ist ja grandios. Hier ist ja quasi... Ja, das ist Backflips. Das ist richtig cool. Dann haben wir jetzt die Zettel. Okay, ähnliches Konzept hier. Hier mit einem Auffänger. Den finde ich nett. Dann haben wir Pimp Daddy Longlegs. Oh, mit einem Salto hier unten, bis er sich zurückarbeitet. Das finde ich auch cool gemacht. Der linke Teil ist halt wunderschön günstig. Finde ich cool. Hier links, wie der halt direkt hochfliegt, der rüberfliegt. Und dann hier eben braucht er diese Mini-Straße, um ins Ziel zu kommen. S.A. Spencer. Gefällt mir auch. Das hier ist natürlich cool. Direkt hoch und dann hier die Lücke. Hier eine kleine Straße für ihn. Kiew. Auch. Ich hätte diesen schnelleren Weg gehen sollen. Ihr Disk. Mit dem Sprung da nach rechts. Eine kleine Zwischenstraße. Dann kippt das um. Ja, das ist natürlich grandios. Und den macht es dann drüber hinweg. So. Und die günstigste Variante, die guckt man sich natürlich auch an. Von Windstill. Wow. Ja, das ist schon perfektioniert, wenn man so sagen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beim nächsten Mal dabei. Morgen wie immer Level aus dem Workshop. Samstag, Sonntag die Master Mode. Level aus Poly Bridge 3. Dienstag Spiegelkampagne Poly Bridge 2. Und nächste Woche Mittwoch, sofern wir eben das Level noch nicht kennen, die nächste Weekly. Bis dann, alles Gute und auf Wiedersehen.